Jo, meine lieben Bros, heute geht's wieder mit einer neuen Folge von Subnautica. Und wir haben einen kleinen Tipp von Kevin bekommen, dass sich hier unten was befinden soll. Wir gehen diesen Tipp auch jetzt gleich mal nach. Kevin sucht uns auch hier eine Party. Hi. Also, Kevin, sind wir mal jetzt gespannt, ob dein Tipp hier stimmt, oder? Kein Plan, ich hab auf jeden Fall mehr zum Fakt bekommen. Wie viel Luft hast du jetzt eigentlich? Luftkapazität? Immer noch 45. Mhm. Du bist aber 45 runtergeschwommen. Ja. Du willst mich verarschen? Nein. Bild. Leute. Okay, egal. 300 Meter tief. Das schaffen wir auch. Wir haben 5-mal mehr Luft als der. 380. Die Frage ist jetzt, wo bist du jetzt lang? Ja, jetzt bin ich unten. Ja, gut. Ich bin den Sauerstoff. Ich bin den Luftpflanzen einfach nur gefolgt. Du weißt, dass hier echt viele Luftpflanzen sind? Ja, und den Unterweg halt so. There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain. Boah, hier geht's aber tief runter. Weißt du jetzt, wieso ich einmal verreckt bin? Ja, ich hoffe jetzt mal, dass ich wieder so eine Pflanze finde, weil... Ja. 30 seconds of oxygen. Ja, die sind relativ weit auseinander, selbst mit dem Segleiter. Eigentlich wäre für mich kein Problem, weißt du wieso? Hm? Weil ich eigentlich genügend habe, aber das Problem ist, ich für dir ja gar keine. Ich sterbe jetzt. Okay. Okay. Ich weiß ja nicht, wie du da jetzt runtergekommen bist mit 40, aber ich schaff's ja nicht mal mit 135. Das Ding hat bei mir einen Fleischfresser gefressen. Okay, das nehme ich zur Kenntnis, okay? Ich habe gerade ein anderes Problem. Okay, das Signal ist da vorne. Okay, Leute, wir sind gerade verreckt und unser Segleiter ist kaputt gegangen. Ich weiß doch nicht wieso, aber vielleicht hat auch der Typ das gefressen. Ich glaube, du hast es in sein Maul weggepackt. Oh, ich teste es jetzt einfach mal. Hallo? Bist du friedlich? Machst du mir nix? Ich hab Angst. Okay, nee, er drückt mich nur weg. Okay, gut, er hat mich nur weggedrückt. Ist doch ein braves Ding. Es drückt mich nur weg und will mich nicht fressen. Okay, Warning. So. Ich hab's jetzt da platziert, wo es nicht passieren kann. Ach ja, ich hab unten in der Nähe von der Basis sogar einen Anzug gefunden. Ja, ja, cool. So, ich geh jetzt halt da runter. Und jetzt bin ich schon bei Nest. Und eine Seebahn. Oh, vielleicht hat auch Nachbrenner. Vielleicht, cool. Okay. Vielleicht hat auch ein Viech ein das deine Seebahn runtergedrückt. Das ist unter 150 war. So, Wärmekraftwerk ist fast zusammengebastelt. Wer hast denn du denn? Okay, Leute, wie gesagt, es sollte hier irgendwo sein. Ich weiß echt nicht, wo Kevin das gefunden hat. Null Ahnung. Speerpinguin. Null. Technik. Bist du nett? Ich kann sein, dass auf dem Weg sehr viele Nester waren. Ja. Okay, da bin ich jetzt richtig. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, auf jeden Fall habe ich das Wärmekraftwerk für den Krebs komplett zusammen. Ich weiß mal, was komplett zusammen heißt. Die Erweiterung. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Da gib mir mal Luft langsam flöten. Ich folge jetzt einfach nur den Säcken hier. Oh, hier ist ein Rubin. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Rubine werden mitgenommen, Leute. Kein Rubin bleibt allein. Das sind auch Killsäcke. Oh oh, Sauerstoff. Denkst du dir auch gerade Sauerstoff, Mann? Schnauze. I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. Was ist das? You're on my turf. Was ist das? Sag mal. Can I come in and warm up?
What part of go away do you not understand, Altera? I'm not. Oh, scheiße Luft. Ah, da unten ist die Base. Oder ist es nicht die erste Base, die so zu schrottet ausschaut? Doch, das ist haargenau die. Gut, dann wird das erstmal gescannt. Ah, diese Klinge, was sie sich daran gebastelt hat, einfach. Aber. Ja, frag nicht. Ich hab schon mir gedacht, ihr Antwort wirst du gleich in den seiner Bude drin finden, in der ihre. Ah, gut, dass du es nicht gesagt hast. Hätte ich dich jetzt schimpfen müssen. Ich weiß schon, warum der so ausschaut. Ich kann es mal denken, aber komm, Digga. Nicht so viel Spaß, den verderben. So, Leute, jetzt kommt gleich Audio-Crack oder die kommt. Boah! Oh shit, Alter! Was hier? Jetzt bist du Herzinfarkt. Alter, ich hab grad die Luft geschlagen, ich voll Idiot. Wär der Panzer jetzt zu nah dran? Ja, dann wäre jetzt im Arsch, Alter. Hätte ich jetzt kaputt geschlagen. I suggest you take the time you need to come. Das muss ich in Zeitlupe haben, Leute, das muss ich in Zeitlupe haben. If you're not Altera, why don't you say that? Irgendwer vor mir gestanden, der hat voll in den Mikro. Oder die Feinze wäre kaputt gewesen. Junk on that table that might help. Ich wollte ja nicht dich spoilern, also. Alter. 2 Sekunden, Alter, hab ich jetzt gerade gedacht, Alter, komm, hey, ich hau dir die Fresse ein. Okay, also wir kriegen hier schon mal wieder ein paar Sachen. Das Landbike. Hab ich ja schon. That far out to sea. Swimming back for land wasn't an option. Auf jeden Fall, den Distillierungsanzug, der ist draußen im Wasser drin. Okay. Ich glaube, den Anzug, den mache ich mir. Wieso? Soll ich sagen, wieso? Gewinnt Körperflüssigkeit zurück und erzeugt sauberes Trinkwasser. Was macht das? Gewinnt Körperflüssigkeit zurück und erzeugt sauberes Trinkwasser. Praktisch. Du hast es gefunden. Draußen bei ihrer Basis da rumgeschwommen. Da gleich daneben war auch sogar der Roboter-Pinguin zum Scan. Ein Teil davon. Da wo beim Tauchdock oder? Nö, weiter vorne von ihrer Basis aus. Wenn du geradeaus bei der Wurzel dann bist. Und so. Also mit Tauchdock nach unten. Ja, in der Tauchdock. Das gibt noch einmal einen Luftschub. Ach, ich komme da jetzt, glaube ich, nicht mehr weiter runter. Da war sogar ein Teil vom Wärmekraftwerk in der Nähe. Also wie gesagt, ich finde leider nicht diesen Anzug, was du da gefunden hast. Das war so ein Computer-Zip. Ach so. Also ich bin jetzt bei so einer großen Ranke. Ich bin rausgegangen bei so einer großen Ranke. Ja, und dann da unten ist so ein kleiner Vorsprung. Ja, da ist eine Pflanze zum Atmen. Weiter. Links lang. Ja. Nochmal links, da sind dann solche... Vulkane. Irgendwo da vorne, ja, Vulkane. Und halt links und irgendwo da ist eigentlich der Vorsprung. Da geht doch.
Pendlerzug werde ich mir, glaube ich, dann auch machen. Pinguin, Leute. Ein Pinguin, den werde ich mir auch noch bauen. Dafür brauchen wir aber zwei Teile. Ich habe schon über 6 Teile davon gefunden, aber... Hello Darkness, my friend. Ja, hi. Ich habe davon noch gar nichts gefunden. Du warst auch woanders, als ich. Aber hier unten werde ich, glaube ich, noch nicht weiterkommen. Weil meine Sauerstoffflasche geht auch ziemlich schnell flöten. Ja. Und hier sind auch keine Luftpflanzen so weit mehr. Oxygen. Ich glaube, die hat alle kaputt gemacht. Extra. Dass auch keiner mehr durchkommt hier. Ja. Weißt du, was ich jetzt machen würde, wenn ich in diesem Spiel drin wäre? Ich glaube, wenn die Frau nicht mit einer Allianz zufrieden wäre, hätte ich jetzt ihren Drone geklaut und wäre abgedüst. Oder hätte ihre Kreatur noch gekillt. Wäre dann abgedüst. Jeder denkt sich so, okay. Wie Benny lebt und lebt. Leute, ich bin wirklich kein Verräter. Kann ich ja nicht sein, ich bin ja ein Freund. Doch wer nicht hinter mir steht, hinter den stehe auch ich nicht. Ganz einfache Logik bei mir. Könnt ihr euch an Kevin fragen, der weiß ja, wie ich zu Leuten bin, die wo nicht hinter mir stehen. Ja, nicht sehr freundlich. Okay! Das eine solltest du dir auch holen. Welches eine? Du weißt was. Was ich nicht sagen soll. Ach so. Warte. Warte. Okay, Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich wieder oben bin. Ich kann den Spinguin doch bauen. Dann musst du den doch bloß einmal scannen. Okay. So Leute, jetzt sind wir gleich mal gespannt. Und woher bekomme ich Polyalgilin und Kyanid? Krebswärmereaktor? Ich glaube, die verlangen da Sachen, wo wir noch gar nicht kennen. Ja. Ja, Leute, das ist ja das Spannende daran, dass wir Sachen noch nicht kennen. So, ich habe jetzt alles für den Pinguin. So. Du musst da zur Delta-Basis. Ich weiß aber nicht, wie es mit dem Pinguin ausschaut. So, einmal die Fernsteuerung. Kann man den, also ist der auch wasserdicht oder nicht? Das ist die Frage. Scheint nicht wasserdicht zu sein, das Ding. Ist er kaputt? Nee. Kann bloß nicht setzen. Okay. Auch nicht setzen. So, Kabis hat zum ich glaube, ich brauche wieder selber. Kannst du Fotos machen, okay. Okay. Spare. Ein ferngesteuerter Erkundungsroboter. Ja, du kannst mit Visage schon auch was machen. Kannst du mit auch Sachen grabben. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal. Wo war das nochmal? Delta Basis. Okay Leute, ab zur Delta-Basis und hoffen, dass da wirklich Diamanten sind.
Und ich muss gerade Silber suchen. Silber? Ich habe kein Silber mehr. Findest du mal? Nee, ich guck einfach, ob die Adern sich regeneriert haben, die ich gefunden habe. Ich habe einen Seekobold getötet. No. Ich habe einen Pinguin getötet. Oh no. Du Mörder. Und du bist ein Mörder. So, ich habe wertlose Tiere getötet, die wollen mir Sachen klauen. Jetzt doch klar. So Leute, so trickst man so ein komisches Viech aus. Okay, die Ader regeneriert sich nicht. Das ist blöd. So, also ich bin jetzt halt am Land. Was ist hier gerade am Land? So, wo muss ich jetzt hin? Da, wo du deinen Sandstein gefunden hast, die Secret-Höhle. Ja, das ist das Problem, die habe ich, die finde ich nicht mehr. Okay. Kann ich jetzt leider sagen, ich hab, wie such grad bei mir Silber. Silber. Geläuse heißt erstmal rumlaufen, bis er es gefunden hat. Vielleicht haben wir Glück und finden es doch mal selber. Okay, hier ist man bei Schwefel. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake. Ich bin schon wieder beim Verhungern. Nichts Neues. Aha, die Pflanzen bringen mir nur das ein. Ah, super. Wieso kann ich hier einfach so Pinguin essen? Keine Ahnung. Frag. Pinguin, kann ich dich essen? Nee! Wieso nicht? Weil. Zaubert, lass dich fressen. Egal, ich gehe, ich wache ja sowieso wieder bei meinem Ding auf, also. Ah, die Adern haben sich nicht regeneriert, aber das eine Teil hier oder was? War das weiter oben oder weiter unten? Oben. Mal wieder hier, wo diese heiße Quellen waren. Die Schwefelquellen. So, hier vorbei, jetzt bin ich in der Basis. Da bin ich schon mal falsch, oder? Ja, in der Basis bist du richtig. Da war eine Treppe nach unten. Basis, jetzt Treppe suchen, Leute. Leiter oder Treppe? Treppe. War die hinter der Basis oder? Ich kann nichts jetzt auch nicht mehr sagen. Weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Ganz kurz mal Wärme schnappen gehen. Ich finde immer noch keinen Silber. Was ist oben bei den Dingen? Bei diesem Sensor?
Satellitschüssel? Nee. Aber dürfte eigentlich fast dann richtig sein, fast. Okay. Ach, ich gehe jetzt einfach auch nochmal dahin, ich brauche kein Silber. Aus Sandstein hat man doch Silber bekommen. Unter anderem. Nee, es gibt nämlich jetzt extra Erze, wo man Blei rausbekommt. Na super, da bin ich runtergefallen. Und mach mal nach oben. Ich höre gerade ein, diese Früchte, warum fresse ich die nicht einfach? Vital signs stabilizing. Wäre eine super Idee. Okay Leute, wir sehen uns, wenn wir das Ganze wieder gefunden haben, sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt so ein Maß Gold gefühlt. Okay Leute, ich habe die Treppe, glaube ich, gefunden. Und jetzt ist die Frage, wo es ab hier lang geht. Okay, hier sehe ich diese Erze. Gold. Titan. Gold. Titan. Noch mehr Gold. So, hier ist ja wirklich ein Haufen Gold, Leute. Gar nicht so schlecht hier. So. Ja, okay Leute, ich, das Ding, was ich schon gefunden habe, ich bin auf einem anderen Weg runter. Das ist du bist auch Eingang. Da runtergesprungen. Du bist auch da runtergesprungen. Gut, egal. So, Leute, jetzt testen wir das Ganze mal. So, oder? Wo hast denn du bitte schön das Reparaturwerkzeug her? Habe ich aus den einen Ding gefunden. Da wo du vorhin drin warst. Und hier sind wirklich Diamanten. Du meinst bei der Pilotenbasis? Jupp, da habe ich das gefunden, das Reparaturwerkzeug. Da habe ich gar nichts gefunden. Ich glaube, da muss ich dann nochmal hin. Ich glaube, du hast da recht, da waren Diamanten drin. Ja. Und es ist leider voll, es kann bloß vier Sachen tragen. Und dann lass mich laden, da ist noch mehr drin. Ja, fünfter, also fünfmal Diamanten. Ja, dann ist es leer geblieben, das werde ich sagen. Until next mission. Und ich muss einmal hin, einmal zurück, einmal hin und wieder zurück. Wieso musst du einmal hin, wieder zurück? Sandstein abbauen und hoffen, dass ich daraus Silber bekomme. Ich habe kein Silber mehr in meiner Basis. Ah. Und ich habe gerade einmal rundum abgesucht, da ist auch kein Silber. Okay, da waren wirklich Diamanten drin. Ich bin mal gespannt. Es gibt ja noch mehr solche Orte. Ist da überall Diamanten drin? Das ist jetzt die Frage. Praktisch der kleine Roboter. Den müssen wir jetzt auch öfter dabei haben. Ja, ich hab's sofort nur mit mir rumtragen. Wird mal ein kleines Baby sein. Ich sag mal nichts dazu. Ah, ja, stimmt, dann müsste ich's umbringen. Kleiner Scherz, Leute.
Kleiner Scherz. Jo, meine lieben Jabroys, das war's für diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Subnautica gegen Doom. Joi!